Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Tatjana und wir backen heute zusammen gesunde Vanillekipferl. Alles, was ihr dazu braucht, sind zuallererst mal Mehl. Ich nehme dazu Dinkelmehl hier. Ihr könnt auch alternativ Buchweizenmehl hernehmen, wenn ihr die glutenfreie Variante machen möchtet. Wir benötigen dazu Haferflocken, 50 Gramm Haferflocken. Auch hier könnt ihr wieder die glutenfreien verwenden. Wir brauchen Zuckerlight, auch hier ungefähr 50 Gramm oder beziehungsweise je nachdem, wie viel ihr reintun möchtet, wie süß es haben möchte. Dann benötigen wir Mandelmus, ungefähr einen Esslöffel, gemahlene Mandeln, Chiasamen. Von den Chiasamen nehmen wir einen Teelöffel. Wir benötigen 70 Gramm Kokosfett und Kokosraspeln für den Schneeumhüllung, dass es auch schön vanillekipfermäßig aussieht. Eine Vanilleschote, die wir ausschaben, und alternativ auch Whey-Protein. Wenn ihr das Rezept vegan machen möchtet, könnt ihr es rauslassen. Wir versuchen es heute mal mit dem Whey, damit der Teig noch besser zusammenhält. Und ja, wir starten einfach mal und mischen die ganzen Zutaten zusammen. Meine Teigrollen sind jetzt im Kühlschrank, da bleiben sie auch für circa eine Stunde bzw. für Minimum eine Stunde. Ihr könnt gerne den Teig auch schon am Vorabend vorbereiten und dann am nächsten Morgen einfach die Plätzchen formen und backen. In der Zwischenzeit, während der Teig jetzt ruht, bereiten wir schon mal die Streusel vor, den Puder für oben drüber vor. Dazu brauchen wir jetzt wieder die Kokosflocken und ein bisschen Zuckerleit. So ihr Lieben, unsere Stunde ist um und wir bringen das Ganze jetzt in kipfelförmige Plätzchen. Ich habe auch schon unser Backblech vorbereitet und der Ofen ist auch schon warm. Also lasst uns gleich mal starten. Die Vanillekipferl waren jetzt 15 Minuten im Ofen und sind jetzt bestäubt und fertig. Sehen wunderschön aus und gucken genauso aus wie die normalen Vanillekipferl, die man kennt mit Butter und Eier und unglaublich viele Fette, die einfach nicht so gut sind. Hier haben wir tatsächlich drinnen diese guten Fette aus den Mandeln und aus dem Kokosöl. Und ja, die sind natürlich jetzt nicht low carb, sind nicht low fat, aber sie sind einfach die gesunde Alternative zu den herkömmlichen Plätzchen, die man kaufen kann oder die man eben sonst in der Weihnachtszeit backt. Also überrascht einfach mal eure Liebsten mit einem neuen Rezept. Sie sind auch nicht ganz so süß, aber schmecken einfach hervorragend. Ich wünsche euch super viel Spaß beim Nachbacken und ja, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Es kommen noch ein paar Rezepte. Der Adventskalender ist uns vollgestopft noch mit Infos rund um die Themen Sport und Ernährung. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.